Sehr geehrte Bundesministerin Bali, sehr geehrte Frau Professor Süssmuth, liebe Paten, liebe Finalisten, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren oder ich würde noch lieber sagen, liebe Emotion-Freunde. Im Namen von allen Emotions heiße ich Sie sehr herzlich willkommen. Zum sechsten Mal überreichen wir heute die Emotion Awards an Frauen, die wirklich Großartiges geleistet haben. Mutige Frauen. Frauen, die gegen Widrigkeiten, Vorurteile und andere Hindernisse nie ihr Ziel aus den Augen verloren haben. Frauen, die für viele Frauen, und das will ich ausdrücklich sagen, auch für Männer, wirklich tolle Inspirationsquellen und Vorbild sind. Und genau darum geht es uns heute Abend. Wir möchten mit Ihnen gemeinsam mutige Menschen ehren. Doch was ist Mut in der heutigen Zeit? Mut heißt, allen Gegebenheiten zum Trotz für die eigene Überzeugung einzustehen, auch wenn sie nicht der Norm entspricht. Sich für andere einzusetzen, auch wenn dies mit Gefahren für sich selbst verbunden ist. Aber auch Risiken einzugehen, wenn es um die Verwirklichung einer unternehmerischen Idee geht. Für mich besteht das Wundermensch darin, dass Menschen einzigartig sind und ihre Einzigartigkeit in ihren verschiedenen Lebensmodellen und Träumen leben. Aber wenn es darum geht, unsere Träume zu erreichen, geben wir manchmal viel zu früh auf. Denn manchmal legt die Gesellschaft dem träumenden Menschen Steine in den Weg. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es auf dem Weg, den eigenen Traum zu realisieren, sehr viele Aufs, aber auch verdammt viele Ups gibt, die einen immer wieder herausfordern und prüfen. Manchmal scheint es auch, dass Realität und Traum einfach unvereinbar sind. Dieses manchmal zu überwinden und seinen Traum trotzdem umzusetzen, ist für mich die größte Herausforderung in unserem Leben. Die Frauen, die wir heute ehren, haben dieses manchmal hinter sich gelassen, und zwar erfolgreich. Und daran teilhaben zu dürfen, dass sie alle Hindernisse überwunden haben, ist das Geschenk, das uns unsere Preisträgerin heute mitgebracht haben. Manchmal ist das Erreichen der eigenen Ziele besonders schwer. Und zwar vor allem dann, wenn man kein Mann ist. Ich erinnere mich noch genau, wie ich für den Management-Buyout einen Kredit auftreiben wollte, um Emotion zu kaufen und wie schwer es in dieser männlich geprägten M&A-Welt war, einen Kredit zu bekommen. Und ich hatte sehr großes Glück, bei meiner letzten Anlaufstelle der BG und BTG Hamburg auf zwei Frauen getroffen zu haben, die gesagt haben, dieser Frau wollen wir jetzt mit dem Kredit zum Unternehmertum verhelfen. Und ich bin immer noch dankbar dafür. Also, niemand bestreitet, wie sehr sich im Vergleich zu den letzten 10, 20 und 100 Jahren die Rechte für uns Frauen entwickelt haben. Seit fast 100 Jahren haben Frauen in Deutschland das passive und aktive Wahlrecht. In der Schweiz ist es übrigens erst 27 Jahre her, dass der letzte Kanton Appenzell das Wahlrecht für Frauen eingeführt hat. Gleichberechtigung beinhaltet aber auch das Recht auf die sexuelle Selbstbestimmung. Die Vergewaltigung in der Ehe steht in Deutschland jedoch erst seit 20 Jahren unter Strafe. Und das Prinzip Nein heißt Nein hat der Bundestag, wenn Sie sich erinnern, erst vor knapp einem Jahr bejaht und das neue Gesetz beschlossen, mit dem eine sexuelle Handlung auch dann als Vergewaltigung gewertet wird, wenn sich das Opfer nicht aktiv wehrt. Bis Frauen in jeglicher Hinsicht gleich behandelt werden, muss sich noch einiges ändern. Und wir wissen alle, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben. Ich bin nicht naiv. Ich merke, dass viele Männer denken, dass wir Frauen doch schon ganz schön weit gekommen sind. In den Augen von vielen längst weit genug. Sie bestimmen aber nicht, wann genug ist. Denn bei der Gleichberechtigung handelt es sich um ein Menschenrecht. Frauen bitten um nichts. Frauen haben einen Anspruch, haben dasselbe Recht wie Männer. Deshalb sollten wir auch nicht dankbar sein, dass wir auf dem Weg der Gleichberechtigung schon so weit gekommen sind. Sondern wir sollten uns fragen, wie wir unser Ziel erreichen, dass Gleichberechtigung so selbstverständlich ist wie die Rechte für Männer auch. Ich könnte nun natürlich in die Falle treten und die Notwendigkeit, unsere Gleichberechtigung umzusetzen, mit ökonomischen Aspekten erklären. Die Wirtschaft braucht uns Frauen für das anstehende Wirtschaftswachstum. Ich könnte über die Rolle der Frau in welcher Familienerwerbssituation auch immer diskutieren. Warum tue ich das nicht? Weil wir, wenn wir über diese Nebenaspekte reden, den Kern aus den Augen verlieren. Es bedarf dieser Legitimation für uns nicht. Frauen sind gleichberechtigt von Gesetz aus. Frauen emanzipieren sich nicht, damit Unternehmen mehr Profit bekommen. Frauen stehen einfach dieselben Rechte zu bei der Arbeit und im Leben.
An einigen Stellen sind wir natürlich schon weitergekommen und ich kenne viele Männer, die gleichberechtigt im Haushalt und bei der Erziehung mitmachen, meine auch. Wir sind aber bei Weitem dennoch nicht am Ziel. Ich glaube, dass unserer gleichberechtigten Teilhabe oft noch alte Rollenbilder entgegenstehen. Woher kommt das? Wie ist es möglich, dass in einer emanzipierten, fortschrittlichen Gesellschaft immer noch Geschlechterbilder eine so große Bedeutung haben? Wie kommt es, dass selbst moderne Frauen und Männer ihre Kinder in das rosa und das hellblaue Korsett der Geschlechterrollen stecken und ihnen damit den Raum für die Entfaltung ihres vollen Potenzials nehmen? Wie kann es sein, dass sich laut OECD 49% der befragten Eltern vorstellen können, dass ihr Sohn einen naturwissenschaftlich-technischen Beruf ergreift und nur 14% das Gleiche über ihre Töchter sagen? Und wie entlarvend ist die Tatsache, dass wir über Quoten reden müssen, da in unserer immer noch von Männern dominierten Arbeitswelt immer noch Männer schneller als Frauen nach oben kommen? Diese Fragen stelle ich nicht nörgelig oder verbittert. Ich stelle sie voller Selbstbewusstsein und Kraft, denn ich bin überzeugt, dass so steinig der Weg noch sein wird, das Wissen, dass Frauen einen Anspruch und ein Recht haben, nicht diskriminiert zu werden, in den nächsten Generationen Realität werden wird, wenn wir alle dazu unseren Beitrag leisten. Ich habe eine 5-jährige Tochter und viele meiner Redaktions- und Verlagskolleginnen haben Kinder, Töchter und Söhne. Jede von ihnen versucht, die Bilder der Zukunft mitzugestalten. Mit Emotion und mit unseren Inhalten wollen wir Frauen darin bestärken, eine eigene Haltung zu entwickeln und ihren Weg zu gehen. An dieser Stelle möchte ich meinem gesamten Team danken, selbstbewussten Frauen und ein paar Männer, wir haben auch wirklich ein paar Männer bei uns im Verlag, die sich täglich mit viel Herzblut für unsere Sache einbringen. Ich danke euch für alles und ganz besonders auch meiner Mitgesellschafterin und Freundin Anke für unser vertrauensvolles Miteinander. Ich weiß, dass wir alle gemeinsam noch viel erreichen werden. Wenn wir heute über Emanzipation sprechen, dann müssen wir auch feststellen, dass sich gerade aktuell Dinge verändern. Die Zahl der Alleinerziehenden ist mittlerweile auf 2,7 Millionen gestiegen. Der absolut überwiegende Teil davon sind Frauen. 60% von ihnen betreuen minderjährige Kinder. Wo entstehen hier für uns Herausforderungen für die Zukunft? Noch nie gab es so viele Patchwork-Familien wie heute. Was bedeutet das für die Stereotype in der Gesellschaft? Welche Erziehungsrituale werden weitergegeben und wie sieht es eigentlich bei gleichgeschlechtlichen Paaren aus? Emotion ist neugierig. Emotion will wissen. Wir wollen wissen. Wissen, was Frauen denken, was sich Frauen wünschen, wovon sie heute träumen, was sie ihrer Ansicht nach heute brauchen, um ihren Weg gleichberechtigt zu gehen. Kurzum, was fordern Frauen heute? Um das zu erfahren, haben wir eine deutschlandweite Umfrage gestartet und unsere Aktion Was Frauen fordern genannt. Denn wir möchten an den Stellschrauben der Gleichberechtigung selbst aktiv mitarbeiten. Und es wird Sie sicher nicht überraschen, dass unsere Mitarbeiter später draußen von jedem Einzelnen von Ihnen auch ein Statement aufnehmen möchten. Ich selbst wünsche mir, und hier spreche ich ausnahmsweise nur die Frauen unter uns an, dass wir künftig weniger unsere verschiedenen Lebensmodelle vergleichen, dass wir aufhören, andere Frauen zu bewerten, ob die berufstätige Kollegin ihre Rolle als Mutter wirklich gut meistert, ob es richtig ist, dass sich die promovierte Diplom-Ingenieurin für die Rolle als Hausfrau entschieden hat und wie es überhaupt Frauen geht, die sich ganz gegen Kinder entscheiden. Denn solche Bewertungen rauben uns nur Kraft und schmälern unser Selbstbewusstsein. Ich bin davon überzeugt, dass Frauen heute alles erreichen können, wenn sie eine Vision für ihr Leben haben und wenn sie selbstbewusst sind. Und wenn sie sich nicht von Stereotypen von ihrem Weg abbringen lassen, auch wenn es manchmal noch viel Kraft braucht. Umso wichtiger, dass Frauen und dass wir alle begreifen, dass wir nichts allein schaffen müssen. Denn in Gemeinschaft mit anderen Frauen ist es viel leichter und vor allem auch gemeinsam und gleichberechtigt mit Männern. Denn unsere Gesellschaft und unsere Kinder gehen uns alle an. Nun wird es aber Zeit, unsere Siegerin nicht länger warten zu lassen. Sie können sich alle auf ihren Preis freuen und vor allem sehr, sehr stolz sein. In diesem Jahr wurden von unseren Leserinnen über 170 Frauen nominiert und über 12.300 Leserinnen haben mit abgestimmt, um die Finalistinnen pro Kategorie zu wählen. Die Siegerinnen wurden von unserer Jury
die Sie hinter mir sehen, gekürt. An dieser Stelle danke ich von ganzem Herzen unserer besonders engagierten Jury und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit, denn sie hat uns schon die Zusammenarbeit auch für die nächsten Jahre zugesagt. Danke auch an alle Paten, dass Sie heute gekommen sind und mit uns unsere Siegerin ehren. Nun wünsche ich uns allen einen besonderen Abend. Lassen Sie uns gemeinsam unsere mutigen Siegerinnen gebürtig feiern. Vielen Dank.